Ich mag Wittstock besonders, weil es eine ganz liebenswerte, ruhige Stadt ist, mit einem ganz wunderbaren historischen Stadtkern. Ansonsten wohnen wir natürlich hier mit einer super tollen Umgebung, was das nun hier besonders auch lebenswert macht. Hallo, ich bin die Dörte Krüger-Mehl und habe vor 21 Jahren die Firma MFG, Meisterbetrieb für farblich-fahrerechte Gestaltung, gegründet. Mittlerweile leiten mein Mann und ich die Firma und sind hier beide involviert. Ich kümmere mich um die ganzen Gestaltungsaufgaben und Mitarbeiterausbildung und mein Mann, der hat den Part des Ausbauens, er baut ganz viel, er macht Fußböden, also wir sind da sehr aufgeteilt und untergliedert. Und ich beschäftige mich sehr viel mit Gestaltung und Interieur und wir haben auch schon sehr viele Auszeichnungen in dem Bereich bekommen. Wir sind Maler des Jahres 2016 und Maler des Jahres 2018 geworden. Wir haben auch schon den Deutschen Fassadenpreis vor etlichen Jahren gewonnen und auch schon den Berliner Fassadenpreis. Meisterbetrieb für farblich-fachgerechte Gestaltung, ganz kurz MFG genannt, kam damals Tatsache mit den Fanta 4 zustande. Weil mich Oberflächen faszinieren, Oberflächen, Farben, Formen, ich liebe Tapeten, das ist eine Liebelei von mir und daher auch ein Spezialgebiet von uns. Ich werde auch in Berlin von anderen Malerfirmen direkt gebucht, weil ich bei Kunden tapezieren soll. Also zum Gebrüder Fritz bin ich durch eine Empfehlung gekommen, weil wir dort mit ganz besonderen Farben gearbeitet haben und das Gebrüder Fritz soll ja auch so eine Eigenmarke sein und werden damals vor 6 Jahren. Wir sitzen eigentlich immer sehr oft, auch gerade am Wochenende, und entwickeln immer wieder neue Ideen, wie wir Räume umsetzen, Oberflächen schaffen, Formen und wie wir Räume gestalten können, dass das Interieur, was dort, sag ich mal, in Sekundenschnelle an Tagen immer gewechselt wird, dass es immer wieder interessant bleibt für Firmen, für Kunden, die dort ihre Shootings machen, die Werbefotografien machen. Und das ist natürlich eine super interessante Sache, die Räume dort zu gestalten, ob es eine Fußbodenmalerei ist oder wir mit Profilen arbeiten, weil gerade in dem Altbau schreit oder die Wände haben regelrecht danach geschrien, dass wir die mit Profilen sozusagen belegen, dass wir dort mehr Proportionen reinbekommen, dass es interessanter wird für die Fotografen, die ihre Models davor fotografieren oder für Gegenstände, die einfach mit einer proportionierten Wand oder mit einer farblich gut gestalteten Wand tolle Fotos machen können. Also ja, na, die Profile geben den ganzen Rahmen, also wenn da nur ein kahler Raum wäre, wäre das eben uninteressant. Die Leute, die Firmen, die möchten ihre Produkte ja heutzutage in Szene setzen und da bieten sich halt so Profile regelrecht an, um eine Wand auch, sag ich mal, hintergründig im Vordergrund zu bringen. Und gerade in Charlottenburg, in dieser tollen Altbauwohnung, haben wir festgestellt, dass die Profile einfach, die sehen aus, als ob sie schon immer da wären. Und die sind mega interessant. Alle Kunden, die kommen und sagen, oh, ist so toll, hier ist so toll. Aber dabei waren die Profile von Anfang an da gar nicht dran, zum Beispiel. Ne? Also wir geben der ganzen Sache noch das i-Tüpfelchen da. Nicht nur mit Farben, sondern auch eben mit Zierleisten. Noelle Marquette setze ich ein, weil ich bin seit 21 Jahren selbstständig und ich fing vor 21 Jahren an mit der Firma NMC, früher hieß es ja nur NMC, zu arbeiten, weil ich konnte Räume damit schon immer verändern. Also aus einem normalen Raum konnte ich einfach gestalten. Mit
Deckenprofilen, Wandprofilen, Sockelleisten. Also ich konnte Räume verändern. Dann noch mit einer schönen Tapete belegt oder mit einer Farbe können wir einfach Räume komplett umgestalten. Und das macht die ganze Sache so spannend. Und wir können Kunden dadurch total gewinnen, weil die haben gar keine Vorstellungskraft. Und die sind hinterher immer total überrascht, was wir aus manchen Räumen schaffen. In den letzten Jahren arbeiten wir sehr viel mit indirekter Beleuchtung. Und es macht die ganze Sache noch viel interessanter. Weil wir jetzt nochmal Wandflächen, Deckenflächen und mittlerweile auch Fußböden in Szene setzen können durch unterschiedliche Lichteffekte. Und im gemütlichen Badezimmer können wir eine Hintergrundbeleuchtung hinter der freistehenden Badewanne machen, im Wellnessbereich. Und also man kann ganz viel spielen mit den Profilen und ja, ist ein toller Partner und die haben wunderschöne Produkte und wir begeistern wirklich viele Kunden damit. Wir haben hier in der direkten Nachbarschaft ein ganz schönes Projekt. Hier entsteht ein Café in unserer alten historischen Feuerwache. Und dort haben wir mit der Kundin und mit den Architekten auch zusammen geschaut, wie wir die Räumlichkeiten noch ein bisschen besser aufteilen können. Und dann haben wir auch fast in der Nachbarschaft ein Restaurant fertiggestellt letztens. Da sind die Kunden auch auf uns zugekommen und baten um eine Beratung. Und aus dieser Beratung ist dann ein sehr schönes Konzept entstanden. Wir haben durch Zierleisten und Profile ein ganzes Raumkonzept. Wir haben selbst die Theke verkleidet, wir haben die Stühle neu bezogen, wir haben die Tapeten, wir haben die Stoffe, wir haben sozusagen das ganze Konzept nachher erstellt und konnten das auch wunderbar umsetzen in dem Restaurant. Und es ist jetzt ein ganz kleines, nettes, gemütliches Restaurant geworden. Und vor allen Dingen eben durch die Zierleisten hat es an gewissen Proportionen gewonnen. Ist auf dem Markt und wir zeigen dort auch alte Bilder vom Marktgeschehen der damaligen Zeit. Und das haben wir so eingefasst, wie so ein Passepartout, sage ich mal, als Bilderrahmen. Also wir haben dort so ein paar Sachen als Details aufgenommen, wo wir die Zierleisten wunderbar verarbeiten konnten. Ich bin einfach ein quirliger Typ, der sehr gerne gestaltet und sehr kreativ ist, und ich denke mal, ich würde mich immer wieder für diesen Beruf entscheiden und dieses Handwerkliche jeden Tag zu sehen, was wir schaffen, wie glücklich unsere Kunden danach sind, das macht mich besonders stolz und ich liebe es einfach, diese Veränderung jeden Tag aufs Neue zu sehen. Also wenn ich noch mal eine Sache machen würde, wenn man mir die Wahl lässt, dann würde ich noch mal ein Restaurant oder ein ganz kleines Hotel noch mal so richtig nach meinen Vorstellungen ausbauen, mit dem Interieur bestücken und also so wirklich von A bis Z alleine gestalten, aufbauen, und das wäre mein absoluter Traum.